Die Integration ist im Wesentlichen die Umkehrung der Ableitung. Folgende Stammfunktion sollte man auswendig kennen. Aus x hoch n wird 1 durch m plus 1 mal x hoch n plus 1. Aus 1 durch x wird ln x. Aus Sinus x wird minus Cosinus x. Aus Cosinus x wird Sinus x. E hoch x bleibt e hoch x. Und die Stammfunktion zu ln x lautet x mal ln x plus x. Jeweils um die Integrationskonstante erweitert. Die Integration komplexerer Funktionen kann man sich mit der Substitution und mit der partiellen Integration vereinfachen. Die Differenziation ist die Umkehrung der Integration. Dies können wir am Beispiel von ln x demonstrieren. Die Stammfunktion von ln x lautet x ln x minus x. Wir leiten diese Funktion mit Hilfe der Produktregel ab. U gleich x und v gleich ln x. Es ergibt sich ln x plus 1 durch x mal x als Ableitung von x ln x. Minus x abgeleitet ergibt minus 1. Tatsächlich ergibt sich als Ableitung der Stammfunktion ln x. Integral von x hoch 3 minus 2x² plus 5. Wir integrieren summandenweise. Aus x hoch 3 wird 1 Viertel x hoch 4. Aus minus 2x² mit minus 2 Drittel x hoch 3. Und aus 5 wird 5x. Als Probe können wir diese Stammfunktion ableiten und erhalten tatsächlich die ursprüngliche Funktion. Wenn wir ein bestimmtes Integral zwischen den Grenzen, wenn wir das bestimmte Integral zwischen den Grenzen x gleich 1 und x gleich 3 ermitteln sollen, wenn wir das bestimmte Integral zwischen den Grenzen 1 und 2 ermitteln sollen, müssen wir in die Stammfunktion die beiden x-Werte einsetzen und die Differenz bilden. Wenn wir das bestimmte Integral zwischen den Grenzen 1 und 2 bilden sollen, der Funktionswert der Stammfunktion an der Stelle 2 ist 1 Viertel 2 hoch 4 minus 2 Drittel 2 hoch 3 plus 5 mal 2. Der Funktionswert an der Stelle 1, 1 Viertel mal 1 hoch 4 minus 2 Drittel mal 1 hoch 3 plus 5. Wir bilden die Differenz und erhalten als Endergebnis 49 Zwölftel oder 4 Einzwölftel. Wir sollen die Sinusfunktion zwischen 0 und Pi halbe integrieren. Wir setzen die beiden Grenzen ein. Minus Cosinus von Pi halbe minus Minus Cosinus von 0. Cosinus von Pi halbe ist 0, Cosinus von 0 ist 1. Wir erhalten 1 als Ergebnis. Die rot schraffierte Fläche entspricht dem Wert 1. Wenn wir den Sinus zwischen 0 und Pi integrieren, ergibt sich entsprechend die doppelte Fläche, nämlich 2. Wenn wir den Sinus zwischen 0 und 2 Pi integrieren sollen, ergibt sich einmal eine positive Fläche, einmal eine negative Fläche. Insgesamt ist das Integral dann gleich 0. Wir wollen das Quadrat des Sinus integrieren. Wir wandeln zunächst die Funktion Sinus Quadrat x um. Aus der Trigonometrie wissen wir, dass Cosinus von Alpha plus Beta gleich Cosinus Alpha mal Cosinus Beta minus Sinus Alpha mal Sinus Beta ist. Wenn Alpha und Beta gleich sind, erhalten wir Cosinus 2 Alpha ist gleich Cosinus Quadrat Alpha minus Sinus Quadrat Alpha. Wir wissen weiterhin, dass in der Trigonometrie gilt Cosinus Quadrat Alpha plus Sinus Quadrat Alpha gleich 1. Das ist der Pythagoras. Wenn wir beide Gleichungen kombinieren, erhalten wir entweder Cosinus 2 Alpha minus 1 ist 2 Cosinus Quadrat Alpha oder Cosinus 2 Alpha minus 1 gleich minus 2 Sinus Quadrat Alpha. Aus dieser Beziehung können wir den Sinus Quadrat Alpha umformulieren als 1 minus Cosinus 2 Alpha halbe. Unser Auslandsintegral Sinus Quadrat x kann also umformuliert werden zu 1 halb Integral 1 dx minus Integral Cosinus 2x dx. Die Stammfunktion von 1 ist x. Das Integral Cosinus 2x schauen wir uns jetzt etwas näher an. Wir lösen das Integral Cosinus 2x mit Hilfe der Substitutionsregel. Wir substituieren u für 2x. Dann müssen wir auch dx substituieren. Dies geschieht mit der Ableitung du nach dx gleich 2, also dx gleich du durch 2. Das Integral Cosinus 2x dx ist also identisch dem Integral 1 durch 2 Cosinus u du. Die Stammfunktion von Cosinus u ist minus Sinus u.
Wir können jetzt rücksubstituieren, ausmultiplizieren und erhalten das Endergebnis 1/2x minus 1/4 sinus 2x. Wir wollen das bestimmte Integral sinus Quadrat x dx zwischen 0 und pi halbe ermitteln. Wir setzen in die Stammfunktion die beiden Grenzen ein. Sinus pi und sinus 0 sind 0. Wir erhalten also pi Viertel als Endergebnis. Die rot gezeichnete Fläche entspricht pi Viertel. Wenn wir sinus Quadrat x dx zwischen 0 und pi integrieren sollen, haben wir die doppelte Fläche, also pi halbe. Wenn wir sinus Quadrat x zwischen 0 und 2 pi integrieren sollen, erhalten wir die vierfache Fläche, nämlich pi. Wir sollen das bestimmte Integral sinus x cosinus x dx zwischen 0 und pi halbe ermitteln. Wir ersetzen den Cosinus x durch die erste Abheilung des Sinus x und können Sinus x durch u substituieren. Auch die Grenzen werden jetzt entsprechend abgeändert. Wir integrieren von u gleich 0 bis u gleich 1 u du. Wir setzen die beiden Grenzen ein und erhalten 1/2. Die rot schraffierte Fläche der Funktion Sinus x mal Cosinus x hat also die Fläche 1/2. Wir können das Integral Cosinus x Sinus x dx auch durch partielle Integration lösen. Dazu wählen wir Cosinus x als f' von x, Sinus x als g von x. Entsprechend ergibt sich f von x als Sinus x und g' von x als Cosinus x. Eingesetzt in die Gleichung für die partielle Integration ergibt sich folgender Ausdruck. In diesem Ausdruck kommt zweimal der gleiche Integralterm vor. Zweimal Integral Cosinus x Sinus x ist Sinus Quadrat x zwischen a und e. Wir müssen diese Gleichung nur noch durch 2 dividieren und erhalten, das Integral ist 1/2 mal Sinus Quadrat x von 0 bis pi halbe. Wir setzen die beiden Grenzen ein, 1/2 Sinus Quadrat pi halbe minus 1/2 Sinus Quadrat 0 ergibt 1/2. Ein Fahrzeug bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit von links nach rechts. Bei der grünen Position wird die Bremse betätigt, die eine konstante Verzögerung von 2 Meter pro Sekunde Quadrat bewerkstelligt. Für eine beschleunigte Bewegung kennen wir aus der Physik folgende Gleichungen. Die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung des Ortes, S-Punkt oder ds nach st. Die Beschleunigung ist die erste Ableitung der Geschwindigkeit, also dv nach dt. Entsprechend ist die Geschwindigkeit das Integral der Beschleunigung dt, also a mal t plus v0. Wenn wir die Ortsfunktion s von t wissen wollen, müssen wir die Geschwindigkeitsfunktion aber mal integrieren. Integral v von t dt ist Integral at plus v0 dt ist gleich 1/2 a t² plus v0 mal t plus s0. Die Anfangsgeschwindigkeit des Fahrzeugs betrage 30 Meter pro Sekunde an der grünen Stelle. Wie lange dauert es, bis das Fahrzeug auf 80 km pro Stunde abgebremst wurde? Wir lösen die Gleichung für die Geschwindigkeit nach t auf, erhalten vt minus v0 durch a. 80 km pro Stunde umgerechnet in Meter pro Sekunde ergeben 22,22. Wir setzen die Werte in die Gleichung ein. V ist 22,22, v0 30 und a ist minus 2 Meter pro Sekunde Quadrat. Wir erhalten t gleich 3,89 Sekunden. 3,89 Sekunden beträgt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges 80 km pro Stunde. Welche Strecke hat das Fahrzeug zurückgelegt? Dazu setzen wir die Zeit 3,89 Sekunden in die Gleichung für die Strecke st ein. Minus 1/2 mal 2 Meter pro Sekunde Quadrat mal 3,89 Sekunden zum Quadrat plus 30 Meter pro Sekunde mal 3,89 Sekunden ergibt 101,6 Meter. Nach welcher Zeit hat das Fahrzeug 100 Meter zurückgelegt? Dazu müssen wir die Ortszeitgleichung nach t auflösen. Es handelt sich hier um eine quadratische Gleichung. Wir verwenden die ABC-Gleichung, auch Mitternachtsgleichung genannt, um nach t aufzulösen und erhalten 3,82 Sekunden. Wir werfen einen Gegenstand im Schwerefeld der Erde senkrecht nach oben. Die Anfangsgeschwindigkeit des Gegenstandes beträgt 50 Meter pro Sekunde nach oben. Die Erdbeschleunigung beträgt 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat.
Nach welcher Zeit erreicht der Gegenstand seine größte Höhe? Wenn wir die Geschwindigkeitszeitgleichung nach t auflösen und v von t gleich 0 setzen, erhalten wir als Ergebnis 5,09 Sekunden. Wir setzen diesen Wert in die Weg-Zeit-Beziehung ein und erhalten eine Steighöhe von 127,4 Metern. Viele Integrale lassen sich durch partielle Integration vereinfachen. Wir wollen das Integral x mal e hoch x dx lösen durch partielle Integration. Wir setzen u von x gleich x und v' von x gleich e hoch x. Dadurch ergibt sich als v von x ebenfalls e hoch x und als u' von x gleich 1. Wir setzen die entsprechenden Funktionen in die Vorschrift für die partielle Integration ein und erhalten nur noch das einfache Integral e hoch x auf der rechten Seite. Dieses können wir leicht lösen und im Endergebnis ergibt sich e hoch x mal x minus 1. Nach dem Hooke'schen Gesetz ist die Auslenkung einer Feder S und die Kraft F direkt proportional. F ist gleich minus d mal S. D ist die Federkonstante. Die Arbeit, die wir benötigen, um eine Feder auszulenken, ist minus Integral F ds. Wir setzen das Hooke'sche Gesetz ein, können die Konstante vor das Integral ziehen. Insgesamt ergibt sich die Federarbeit zu minus 1 halb ds². Zwei wichtige Beziehungen aus der Elektrotechnik lauten R gleich U durch I, Widerstand ist Spannung durch Stromstärke, und P gleich U mal I, Leistung ist Spannung mal Stromstärke. Wir betrachten einen Wechselstrom, I von T gleich I0 mal Sinus Omega T. Die Kreisfrequenz Omega ist 2 Pi mal Nü und konstant. Die Spannung ist mit der Stromstärke in Phase und lässt sich als R mal I0 mal Sinus Omega T beschreiben. Entsprechend ist die Leistung dieses Wechselstroms U mal I gleich R mal I0² mal Sinus² Omega T. Genau wie sich Stromstärke und Spannung periodisch ändern, ändert sich auch die Leistung dieses Wechselstroms. Wir können eine mittlere Leistung P quer definieren. Wir können eine mittlere Leistung P quer über der Periode groß T definieren als 1 durch groß T Integral von 0 bis groß T Pt. Das Integral Sinus Quadrat Omega T dt kennen wir schon. Das ist einfach t halbe. Entsprechend erhalten wir als mittlere Leistung eine halb R mal I0 Quadrat. Wir können das Integral x hoch n mal e hoch ax dx vereinfachen durch partielle Integration. Dazu wählen wir als v' von x immer e hoch ax. U von x ist dann x zur n-ten Potenz. U' von x hat dann die um 1 verminderte Potenz x hoch n minus 1 mal n. Integral, in welchem x zur n-ten Potenz vorkommt, können wir mit partieller Integration zu einem Integral, in dem x nur noch zur n minus 1-ten Potenz vorkommt, umwandeln. Wenn wir diese Prozedur mehrfach durchführen, kommen wir schließlich zur nullten Potenz. Wir können also den Faktor x eliminieren. Aus dem Integral x² cosinus x wird auf diese Art und Weise das Integral 2x sinus x. Aus dem Integral 2x sinus x wird auf gleiche Art und Weise das Integral 2 cosinus x.